Hallo und herzlich willkommen zum 5. Adonis-Tipp der Unternehmensberatung Axel Schröder. Heute kümmern wir uns in Adonis um Swimlanes. Hier haben wir noch die Prozesslandkarte Personalverwalten der Schreinerei Bodenlos. Heute möchten wir den Arbeitsbeginn vorbereiten und legen dafür erstmal einen Pool an. Einmal schnell umbenennen. Und die Lanes anlegen. Es gibt vertikale und horizontale. Wir möchten die horizontalen benutzen. Auch hier benennen wir richtig um. Das Startereignis bedeutet, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der jetzt ausgestattet werden muss. Erstmal den Personalbogen, alle Softwarezugänge einrichten, Schlüsselprotokoll, wenn er einen eigenen Schlüssel bekommt, Schlüssel übergeben. Jetzt haben wir tatsächlich ein paralleles Gateway und nutzen die zweite Swimlane. In den meisten Betrieben gehört nämlich auch Ausstattung an Sicherheitsausrüstung etc. dazu. Oder ein Arbeitshandy. Wenn der Betrieb einen Verantwortlichen fürs Materiallager hat, dann kümmert er sich ab sofort hier darum. Sachen wie das Diensthandy ist meistens mehr Aufgabe der Unternehmensleitung. Quasi Chefsache. Noch die richtige Verbindung setzen und das parallele Gateway wieder schließen. Unser neuer Mitarbeiter hat jetzt sowohl seine Sicherheitsausrüstung und seine Arbeitsklamotten als auch sein Arbeitshandy. Ganz wichtig, alle notwendigen Informationen sollten schriftlich übergeben werden. Dann noch den Arbeitsplan und schon können wir zum Endereignis unseres Prozesses übergehen. Der Arbeitsbeginn ist vorbereitet. Die gesamten beiden Swimlanes einmal in der Übersicht. Natürlich könnten wir jetzt auch noch sagen, wir erfassen eine dritte Swimlane mit dem IT-Dienstleister, der auch noch Softwarezugänge anlegt, zum Beispiel E-Mail-Adressen. Das funktioniert so. Aber heute wollen wir es möglichst einfach halten und deswegen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!